Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Sono Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Roblox Tycoon. Ja, es kommen heute zwei Roblox Tycoon Videos, weil ich einfach Bock auf dieses Spiel hier habe. Also das hier. Es macht halt einfach sehr Bock, muss ich wirklich sagen. Es macht sehr Bock und deswegen legen wir doch auch direkt los hier. So, wir müssen ins siebte Floor, meine ich. Um dann einen neuen Boden zu kaufen. So, scheiße, neues. Ihr wisst was. So, Apartment mit zwei Schlafzimmern, mit zwei Schlafzimmern. Okay, das sind beide dasselbe. Dann kaufen wir halt einfach das und gehen ins achte. Und guck mal, was wir da so kaufen können. So, jetzt ein Apartment hier wieder. So. Küche natürlich. So, dann natürlich hier ein Tisch, ein Bett, also ein Schlafzimmer praktisch. So, Deko, so, dann wieder natürlich Badezimmer, das darf natürlich auch nicht fehlen, also Zimmer ohne Bad ist ein bisschen schlecht. So, ihn nicht hinsetzen, so. Zimmer. Noch mal ein Schlafzimmer. Zack. Fernseher. Hier und wir haben es fertig. Jetzt muss ich tatsächlich finden, wo man hier rauskommt. Hier. So, gucken wir mal, was wir jetzt so kaufen. Luxusgarage oder Four Bedroom Apartment. Das hier, Junge. Natürlich kaufen wir sowas. So, Apartment Wände. Wohnungstür, was ist das hier? Couch. Achso, das ist so eine Art Wohnungs. Oder was? Ah. Esstisch. Bam, bam, bam. Okay, hier ist ein Esszimmer, Stühle, dann Schlafzimmertür. Insel, Küche, das hier alles. Okay, das hier sind auch ganz viele Fernseher. Also so viele Fernseher-Dinger habe ich ja noch nie gesehen. Also in einem Raum. Ne? Was ist das hier? Ein Schlafzimmer. Okay. Das ist wirklich ein Luxus. Apartment hier. Guck mal, da kommt ein Hausmeister sogar direkt hier hin. Also zu 40% sind sie zufrieden mit diesem Ding. Also irgendwie noch nicht ganz perfekt. So. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, hier. Ah, so ein kleiner Gym ist das hier, ne? Kleiner Gym-Dings. Noch mal ein Schlafzimmer, weil einer reicht nicht. Und fertig haben wir es gekauft. Ja, warum sind eigentlich alle hier, wenn man das geschafft hat? So. Okay, Kaffee. Jo, das kaufen wir direkt. Kaffee ist immer gut. Ab ins 10. Floor schon. Schon krank, wie viele das sind. So, Kaffee. Kaffee, Buffetbeleuchtung, Couchtisch. Ja, kaufen wir hier mal alles. Das hier ist die ganze Cafeteria, sage ich mal. Aber. Wann? So. Okay. Neuer Boden. Studio-Apartment, Movie-Theater haben wir ja eigentlich schon, ne? Ne, wir müssen das hier nehmen. Das Gelbe. Weil die anderen haben wir ja schon. So, Wohnungstür. Bam, bam, bam. Was ist das jetzt hier wieder? Ein Apartment, glaube ich, oder so. Was, im Eingang ist ein Schlafzimmer? Das ist ein kleines Zimmer hier. Okay, kaufen wir doch mal hier den Computer-Server-Floor.
Er darf natürlich auch nicht fehlen. Computer müssen auch auf jeden Fall da sein. Server zentral ist das nicht. Okay. Server. Boah, das leckt voll, wenn man das hier baut. Ey, ist auch schon wieder fertig gekauft, ey. Gut. VIP-Manager-Büro, ja. Das darf ich mir nicht kaufen. Dann halt ein Apartment. 13, so. Bam, bam. Das hier ist wieder so ein Apartment. Wieder die Toilette. Aber warum ist das jetzt diesmal rot? Hier ist er jetzt rot. Ne? Übrigens sollte ich will bald einen Tycoon machen. Also Roleplay erstmal nicht, aber ein Tycoon. Ja. Das habe ich ja schon. Da machen wir ein Luxus-Einzelzimmer-Apartment, weil das andere hatte ich tatsächlich schon. Gehen wir mal ins 14. Stock. Herd und sowas alles wieder. So. Balkon, zack. Gymfloor Futuristic True Bedroom Apartment. Ja, okay, kaufen wir uns mal das hier. 15. Floor schon, ey. Boah, hier kann man viel kaufen. Boah, das sieht schon geil aus, muss ich sagen. Das gefällt mir tatsächlich schon mehr. Will ich wissen, wie viel Geld gerade ich auf der Bank habe. Ne? Will ich ehrlich gesagt nicht wissen, weil ich verdiene jetzt 5.000. Und das Spiel fängt schon leicht an zu ruckeln, weil hier so viele Sachen sind zum Kaufen. Ey. Also, krank. Wie viele Zimmer hier auch sind. Ne? Also das ist auch wieder so ein Zimmer. Aber mir gefällt dieser Apartment, gefällt mir übelst. Der ist voll geil, muss ich sagen. Sind davon, dass hier überall gefühlte Schlafzimmer sind. Ja, doch. Sieht schon geil aus. Auch schon wieder fertig. Okay, neuer Boden. So. Movie-Theater, sollen wir nochmal einen bauen? Ja, komm. Wir bauen nochmal einen. 16. Mittlerweile einfach schon 16 Floors haben wir jetzt. So, ich glaube, jetzt reicht das Geld tatsächlich nicht mehr. Müsste das Geld eigentlich gleich weggehen. Ey, wie viel Geld habe ich denn noch? Das ist immer noch da. Ja, gut. Aber was wir jetzt erstmal gucken, ist hier nach eventuell nach neuen Staff-Mitarbeitern. Gepäckträger 1000. Sicherheitspersonal 2500. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall nochmal ein paar neue Hausmeister hier. Und auch nochmal Handwerker. Gebäudemanager. Wie viel sind das? 10.000. Okay. Mitarbeiter an die Front. Da brauche ich, glaube ich, keine mehr, weil ich nur zwei Dinger von denen habe. Gut, ich glaube, wir gucken jetzt mal nach Gepäckträgern und Sicherheitspersonal. Und dieses Spiel fängt einfach nur an zu lenken. Grafikqualität ist sogar komplett runtergeschraubt. Neuer Boden. Luxus. Komm, wir bauen jetzt mal. Oh, ein Dance Club. Ja. Den bauen wir. Mittlerweile schon 17 Floors. So, jetzt ist das Geld gleich weg. Bam, 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 bam.
Aber das sieht aber auch geil aus hier. So, das ist praktisch so ein Club, ne? Ein Club in einem Hotel, einfach. Junge. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch das da. Dann hätte ich das auch noch geschafft sogar. Gut, gehen wir mal runter ins erste Stockwerk. Holen uns mal das ganze Geld ab. So. Mal hier außen eigentlich irgendwas kaufen? Nö. Gut, wie viel haben wir? Ja, 3,10 Millionen. Okay. Gut, okay. 17 wieder natürlich, ne? Warum haben wir denn... Also 3,6 Millionen Dollar haben wir. Ey, der kauft schon wieder die DJ-Kabine nicht. Ja, jetzt kann man hier wirklich was anklicken, du. Breaking News. Aha. Warte, wo soll ich denn jetzt hier hin? Geht's hier raus? Hilfe! Ah, hier. Machen wir mal das, damit die nicht immer alle da nerven wollen. Wir können jetzt eigentlich sehr viel einfach nur durchkaufen, weil wir so viel Geld haben. Das ist ja krank, ey. Also das ist jetzt hier, glaube ich, ein Storage. Was ist das? Ein Dach. So. Perfekt, fertig. Apartment mit zwei Zimmern, ja. 19. Bis wie viele Zimmer geht's eigentlich? Ja, fast 25 habe ich. So. Wie das gute alte Badezimmer hier. Dann Wohnzimmer, Spüle und Herd. Was ist denn hier? Ach so, das ist das Bad. Bad. Schlafzimmer. Nur was, die kosten mittlerweile alle 100.000, ne? What a clean building. Ja, danke schön, das ist sehr sauber. So, wir sparen auf 2.000. Ne, warte, wie teuer ist das? 2.500. Komm, wir kaufen mal einen davon und dann jetzt sparen wir jetzt auf 2.500. So. Wir haben hier wieder auch alles gekauft. Gehen wir mal wieder hier raus. Genau. So, und kaufen mal ein Pool. Oha. Ein Pool. Das ist ja geil. Okay. Poolwasser. Mauern wieder. So. Beleuchtung. Lustig, dass sie auch jetzt schon da drauf sind, obwohl hier noch nichts mal ist. Bam, bam und bam. So, dann haben wir jetzt hier auch einen Pool. Kaufen wir uns mal einen Laundry Floor. 21. Keine Ahnung, was das sein soll. Achso, das ist wieder so ein Waschmaschinen-Dingsbums. Okay. So. Und fertig. Okay. Wieder so ein Zimmer. 22, okay. Das wird auch erstmal das letzte Zimmer. So. Achso, wir haben ja schon alles gekauft. Okay, gehen wir mal hier rechts rein. Das wird wahrscheinlich wieder ein Schlafzimmer sein. So. Bam, bam. Schlafzimmer 3. Toilette. So. Okay,
Okay. Hier habe ich was vergessen, nämlich Deko. Und jetzt noch das hier. Und fertig. Ja, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Schaut außerdem auf meinen Server vorbei, der ist unten in der Videoschreibung verlinkt. Dann aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst habt. Einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao. Feelings are showing.